So, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Old Stuff. Wir sehen uns heute hier was Wunderschönes an. Eine alte Klasse 1 Olympiafackel aus den Hause Komet. Wunderschönes Teil, vor allen Dingen vom Design her. Mit Effekte heutzutage, Bengalfackeln, sowas in der Art jedenfalls. Klasse 1 kann es natürlich nicht mithalten. Aber das soll es ja auch gar nicht. Wir haben hier die BAM-Nummer 0573 und da drin sind zwei Stück. Das Ganze kommt ursprünglich von FKW Keller oder wurde es importiert? Ich das hier so richtig deute? Ja. FKW ist auch mal interessant eigentlich hier. Einführung FKW, ist das schräglich? Ja, könnt ihr nochmal selber gucken. FKW, also Keller, Schrägstrich Komet, vielleicht oder C, vielleicht für Komet, so wollte ich das sagen. Vielleicht hatten die ja mal so eine kleine gemeinsame Geschichte mit einem Einführen oder so, oder das bedeutet was ganz anderes. Keine Ahnung. Spielt eigentlich auch jetzt nicht wirklich eine Rolle. Wenn wir dann mal hier die Zellophanfolie weg haben, das ist nicht, also dieses Retro-Design oder beziehungsweise dieses alte Design, Retro würde ja heißen, das ist wieder nachgemacht, das ist ja noch das alte, voll geil. Nun wollen wir aber die auch mal sehen, für die, die sie ja nicht kennen. So sieht das Ganze aus. Voll niedlich. Eben wie eine Fackel. Der eigentliche Effektsatz, und ich glaube, das war einfach nur eine Bengalflamme, bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, ist eigentlich nur in diesen kleinen Dings hier oben drin. Und zwar nur in diesen Röhrchen, das dann bis hier irgendwo hingeht. Das hier ist nur Pappe hier ringsrum, damit es halt aussieht wie eine Fackel. Und das ist der Griff. Ja, und hier oben haben wir diesen kleinen Effektsatz, eigentlich voll niedlich. NEM gab es ja damals noch nicht, aber das kann nicht viel sein. Ja, technische Daten ist jetzt da auch nicht wirklich so wichtig, aber waagerecht mit der Flamme vom Körper weg, fest in der Hand halten. Waagerecht. Ah ja, okay. Senkrecht ist besser. Aber wahrscheinlich müssen es so schreiben, dass irgendwelche eventuellen Schlackeprodukte nicht auf die Finger fallen oder so. Ich bin mal gespannt. Ich wollte jetzt eigentlich noch mal gucken, was sie für einen Effekt haben. Aber ich glaube, das war eine Bengalflamme. Ist ja auch nicht so ganz so wichtig. Mich haben die immer früher schon wegen diesen blau-weißen. Ich dachte immer, das wären so als Kind oder wo ich die mal gesehen habe, welche bayerischen Sachen. Aber nein, das ist eine Olympia-Fackel. Wir haben hier noch einen Hilferuf aus China mit drin. Ich will mal gucken, ob da was Interessantes ist. Nö, hier haben wir nur noch mal in allen möglichen Sprachen die Gebrauchsanweisung mit drin. Ist noch was drin? Nö, doch kein Hilferuf. Na, schauen wir mal, was noch bei rauskommt. Die Komet-Olympia-Fackel. Und schmerzlos.